Mein Name ist Kathi und ich arbeite im Orga-Team der Studiennutzenden. Willkommen zu dieser Campusführung. Heute lernst du verschiedene Beratungseinrichtungen der Universität kennen. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was macht die zentrale Studienberatung? Na, lasst uns doch mal fragen. Ja, mein Name ist Monika Sowinska. Ich arbeite hier im Team der zentralen Studienberatung der Uni Bremen. Und hier kriegen Sie von uns eine individuelle und vertrauliche Einzelberatung rund um die Themen Bewerbung und Studium. Sie kriegen hier einerseits Informationen, wir unterstützen Sie aber auch in der Entscheidungsfindung, wenn Sie noch nicht wissen, wo es langgehen soll. Wenn Sie zum Beispiel Fragen haben, was die Studienvoraussetzungen angeht, dann sind Sie bei uns richtig. Aber auch wenn Sie später im Studienverlauf auf Schwierigkeiten stoßen oder andere Fragen rund ums Studium haben, sind Sie bei uns immer willkommen. Wir freuen uns auf Sie. Hier sitzt auch das Sekretariat für Studierende, kurz SFS. Dort können alle Unterlagen für die Bewerbung abgegeben werden und Sie kümmern sich auch um Urlaubssemesteranträge. Und für internationale Bewerber gibt es auch noch das Sekretariat für Studierende international. Gegenüber der zentralen Studienberatung sitzt das International Office. Dort können sich Studierende zu den Themen Auslandssemester und Auslandspraktikum beraten lassen. Jetzt stehen wir vor der psychologischen Beratungsstelle. Hier kann man sich in schwierigen Lebenssituationen beraten lassen. Es gibt Einzelberatungen, Onlineberatungen, es gibt aber auch feste Gruppen, die sich zum Beispiel mit dem Thema Arbeitsstrukturierung befassen. Man kann sich auch immer hier hinwenden, wenn man jemanden zum Reden braucht. Im gleichen Gebäude findet sich auch die Sozialberatung. Hier kann man sich zu sozialen und finanziellen Angelegenheiten beraten lassen. Zum Beispiel zum Thema Jobben und Sozialversicherung. Unter der Mensa befindet sich das Career Center. Es handelt sich um eine Kooperation zwischen der Uni Bremen und der Agentur für Arbeit. Sie unterstützen und beraten bei der Karriere- und Berufsplanung im In- und Ausland. Im Gebäude hinter uns befindet sich die KIS, die Kontakt- und Informationsstelle für Studierende mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen. Sie berät und informiert zu den Themen wie Härtefallregelung, Nachteilsausgleich, dem Unterstützungsangebot, aber auch der Organisation und Finanzierung des Studiums. Wir befinden uns jetzt vor der Glashalle, einem zentralen Punkt der Uni Bremen. Hier sitzt zum Beispiel der AStA, der Allgemeine Studierendenausschuss, der sich um die Interessen der Studierenden kümmert. Er bietet zum Beispiel eine Rechtsberatung an. Außerdem sitzt hier noch das Studierendenwerk. Dort kann man sich zum Beispiel eine Liste eintragen, um einen Wohnheimplatz zu bekommen. Und das BAföG-Amt sitzt hier. Dort kann man Anträge auf Studienfinanzierung stellen. Jetzt stehen wir vor dem Familienservicebüro. Das Angebot richtet sich an Studierende mit Kindern. Sie beraten bei Problemen mit der Studienorganisation, dem Alltag auf dem Campus, der Kinderbetreuung, dem Ablegen von Prüfungen und von finanziellen Situationen. Hinter mir im Gebäude sitzt die Kiwi. Die Kiwi, das ist die kritische Initiative für Vielfalt und Inklusion. Sie berät Menschen mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen in den Themen Härtefallanträge und Nachteilsausgleich. Außerdem bietet sie Campusführungen für die Barrierefreiheit der einzelnen Gebäude auf dem Campus an. Außerdem bietet die Kiwi auch noch einen Ruheraum an. Alle Studierenden mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen können dort Ruhe finden. Wir sind am Ende unserer Tour angekommen. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß und bedanken uns für eure Aufmerksamkeit.